Lieber Alfred und liebe alle anderen, die ihr hier in diese Serie reinschaut, schöne Grüße hier aus dem wunderbaren Ort Querceto in der Toskana. Das ist jetzt das 7. Video der Serie Friedrich Wieck, Klavierübungen. Ich werde jetzt bei den folgenden Videos auch woanders filmen, weil irgendwie hier gibt es so viele schöne Räume, so viele tolle Klaviere. Und ich habe mir gedacht, ich bringe da einfach auch vom Bild her ein bisschen Abwechslung rein. Also das ist jetzt das Letzte in diesem Raum. Genießt es nochmal in diesem wunderbaren. Ich zeige euch nochmal rum, wie es hier aussieht. Ne? Also hier ist ein wunderbares Kuppelgewölbe und eine Küche ist hier auch. Und da gibt es diese uralten Fenster, die raus zeigen auf die alten Gemäuer. Mit etwas Glück sieht man noch etwas Sonnenlicht hier, aber das braucht man hier unten dieser Seite gar nicht, weil auf der anderen Seite schaut man in die toskanische Landschaft. Ja. Die toskanische Landschaft, das ist einfach ein Traum hier. Nichts mit dieser Sache hier gar nichts zu tun, aber einfach mal so. Deswegen, ich gehe also beim nächsten Video in einen anderen Raum. Wir haben jetzt ziemlich viele Räume. Und wer das mal live kennenlernen will, guckt mal auf klavierkurse.de. Da stehen die Kurse drin. Und da kann man diese Landschaft, diese Klaviere und die Atmosphäre und alles live genießen, wenn man will. So, wir sind bei der Nummer 7. Bei der Nummer 7, ich will sie einfach erstmal spielen und dann reden wir drüber, okay? Auch diese Übung ähnelt dem, was wir von Hanon kennen. Ja, das ist sehr ähnlich von der Machart, mit dem Unterschied, dass es ganz klar strukturiert ist und ganz klar in eine achttaktige Form eingebaut wurde, mit einer Pause dann nach jedem achten Takt und nicht ein endloses Rauf- und Runterspielen. Ja, und da sehen wir auch wieder, Friedrich Wiecks Idee war definitiv, dass es eine gesunde, ausbalancierte Technik entwickelt und nicht so ein maschinenhaftes Non-Stop-Spiel. Ja, das war die Zeit der industriellen Revolution, da sind überall Maschinen entstanden, die das gemacht haben, was Menschen tun. Strickmaschinen, Webmaschinen, keine Ahnung, was da noch alles war. Und so eine Strickmaschine strickt halt den ganzen Tag, 24 Stunden. Und dann hat man irgendwie so ein bisschen das Bild gehabt, der Mensch muss sich auch in diese Richtung optimieren und so quasi zu einer Strickmaschine oder Nähmaschine werden oder in dem Fall zu einer Klaviermaschine. Hat sich auch mit Reformpädagogik der damaligen Zeit schon beschäftigt und hat immer den Mensch und das Sinnliche und das Schöne und so weiter im Kopf gehabt als Idee und hat immer gesagt, das Mechanische muss doch in Verbindung stehen mit einer musikalischen Idee. Und wenn es jetzt so eine wirklich sehr simple Übung ist, von der tonalen Struktur her, kann man ja einfach hier sagen, ist es natürlich nicht ganz so einfach, da einen musikalischen Kontext herzustellen und trotzdem vom Fokus her bei der motorischen Übung zu bleiben. Aber allein durch dieses Aufbauen in eine achttaktige Phrase gibt es natürlich schon so ein bisschen so eine Illusion von musikalischem Bogen. Und das ist ja schon mal was. Wir hatten gesehen in den letzten beiden Übungen, dass der vierte Finger eine besondere Rolle kriegt. Auch in dieser Übung kriegt er die. Ja, du siehst es im ersten Teil in der linken Hand. Der vierte Finger muss sich heben
um rüberzukommen auf diesen Terzsprung. Und das ist also wieder mal dieser kleine Impuls nach oben, der Ringfinger, der sich heben muss, der nicht einfach rüberrutschen kann. Ja, wenn man das mal in Nahaufnahme sieht, wird es einem klar, was ich... Ich kann nicht so spielen. Ich kann ihn nicht rüberdrücken, sondern die Idee ist hier... wirklich den Ton von oben greift und nicht so sich seitlich reindreht, dass er diesen Impuls bekommt. Und das passiert dann umgekehrt natürlich in der rechten Hand. Ja, so und nicht. Das ist wohl die motorische Idee hier, den vierten Finger in so einer fließenden Fünffingerfigur, die es ja immer noch ist, eine besondere Rolle zu geben, einen kleinen extra Impuls zu geben, so dass er ja mehr aktiviert und mehr ja, verstärkt wird letztendlich. Und ich würde bei dieser Übung vielleicht als Varianten empfehlen, dass du da auch wieder mal ein bisschen mit Rhythmus spielst, also punktierte Rhythmen oder... Ja, Rhythmen, die letztendlich die Metrik verschieben. Eine Übung hier wäre sicher auch das Verdoppeln der Töne. Weil du dann diese Fingerimpulse, diese Fingerbewegungen verstärkst und natürlich wieder mal, wie eigentlich immer, das Transponieren. Weil da muss der Ringfinger den Job, den er hier tun soll, nämlich dieses Heben, bevor er auf der Taste geht, noch viel, viel, viel stärker. In manchen Situationen hat er da ganz, ganz deutlich mehr Weg zurückzulegen, um überhaupt auf die Taste zu kommen. Also muss ich sowieso schon heben, um auf die Obertaste zu kommen, und er will ja diesen Impuls von oben, dass du wirklich von oben die Taste bedienst und nicht so dich drauf rollst. Das heißt, dieser kleine Schuss nach oben, zack, so dieses hier, das muss auf jeden Fall bei einer schwarzen Taste wird es einen größeren Radius bekommen, und das ist ja das, was er eigentlich haben will, nämlich ein Training, Spezialtraining für den vierten Finger, ohne den aber zu belasten. Und das finde ich das Bemerkenswerte hier. Es gibt ja auch andere Fingerübungen für den vierten Finger, aber da tut dir relativ schnell die Hand weh, weil der einfach gequält wird. So, du sollst jetzt mal langsam dich richtig bewegen und stell dich mal nicht so an und so, ne? Also so ein bisschen sowas Drillmäßiges. Und bei Hanon kennen wir solche Übungen, auch bei Czerny gibt es manchmal solche Übungen, wo der vierte Finger etwas überstrapaziert wird. Und wir wissen ja, dass das nicht so gut ist, wenn wir an die Story von Robert Schumann denken. Der hat auch seinen vierten Finger gequält, dann noch mit Spezialapparaturen. Und das war eben, wie wir wissen, nicht so gesund, sondern hat seine pianistische Karriere dann beendet. Und interessant, obwohl Schumann hier bei Wieck ja Unterricht hatte, viele Jahre, und diese Methode hier gelernt hat, hat das doch nicht lassen können, quasi die andere Seite auch mal auszuprobieren und diese rein technikbesessenen Ideen, also rein motorisch technikbesessenen Ideen, auch auszuprobieren mit irgendwelchen Apparaturen. Da gab es ja in der Zeit ganz gruselige Geschichten und ganz gruselige Erfindungen auch, wie man die Hand einspannt in irgendwelche Vorrichtungen, speziell auch um den vierten Finger zu stärken oder zu unabhängig zu machen oder so. Das hier ist sehr subtil, weil einfach die Gesamtbewegung erfordert, dass der vierte Finger ein ganz kleines bisschen mehr macht und ganz kleines bisschen teilweise sogar unbewusst aktiviert werden muss, um da drüber zu kommen, ohne dass er gestresst und belastet wird. Und das finde ich super spannend. Und deswegen nimm diese Übung auch als Transpositionsübung am besten. Diese würde ich wirklich empfehlen durch alle Tonarten. Ja, ja, wir haben ja gesagt, bei jedem von diesen Übungen, bei jedem von diesen Videos. Ich werde die hochladen im Rhythmus von 4 bis 5 Tagen. Also 4, 5 Tage mit einer Übung beschäftigen, das ist eigentlich eine gute Zeit. Und dann kommen wir gefühlt auch in einem Jahr durch diese ganze
Materie durch. Und ich glaube, diese Zeit sollte man sich nehmen, also bloß nicht an jedem Tag 3 Übungen durchhauen. Das wäre auch das, was Wieg gesagt hätte, bloß das nicht, sondern Zeit nehmen und immer konzentriert und mit geistiger Frische, wie er sagt, an die Übungen dran gehen und nicht einfach runterspielen. Ja, und das gilt auch für diese Übung. Und ich wünsche dir und euch allen anderen auch sehr viel Spaß damit.